Ja, weiter geht's mit Pokémon Y Edition und ja, letztes Mal sind wir ein bisschen stehen geblieben und wie ihr schön seht, ist da unten was passiert im unteren Bildschirm und zwar habe ich da jetzt einen neuen Freund und mit dem habe ich was getauscht, also er wollte unbedingt seinen Gengar züchten und durch den Tausch entwickelt sich ja das Gengar, sage ich mal, also Apollo in Gengar und ja, deswegen habe ich auch dafür auch was bekommen und zwar, ich gehe mal kurz ins Menü rein, beziehungsweise zu meinen Pokémons. Ja, da unten ein Ei habe ich bekommen. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall nicht sagen, was da drin ist. Ihr könnt ruhig raten. Soll ja ein bisschen spannend sein. Fakt ist, bei 5000 Spielschritten, also 5000 Schritten, schlüpft das Ei, also circa 5000 und ja. Dann ist es soweit, dann schlüpft das gute Teil. Bis dahin könnt ihr gerne raten, beziehungsweise in den Kommentaren schreiben, was das sein könnte. Und ja, mal gucken. Würde mich schon interessieren, wo die Ideen lang gehen. Ne? So, ja, gut. Ja, wie gesagt, wir waren ja letztes Mal hier mit den zwei Mädels, haben wir gekämpft. Zum ersten Mal ein, ja, Dualkampf, sage ich mal, Double-Kampf, Double-Fight. Kann man hier runter? Nein, kann man nicht. Jo, war echt ganz interessant auf jeden Fall. So ein bisschen in 3D auch. Und jetzt gehen wir mal hier weiter. Kann man hier was holen? Oh shit, ich wollte jetzt eigentlich da rechts gehen. Weil es könnte sein, dass sich da ein Pokéball versteckt oder sonst was. Auf dich habe ich eigentlich gar keinen Bock, aber ich hau dich mal hier mal schnell weg. So, Kampf. Aquawelle. Ja, es wird aber langsam Zeit, auch mal ins Pokémon Center vorbeizuschauen. Da war ich auch sehr lange nicht. Ah ja, apropos Pokémon Center. Mein Flamly habe ich auch jetzt bekommen, also dieses Event-Pokémon, also dieses Geschenk-Pokémon da, habe ich jetzt auch bekommen mit diesen Mega-Entwicklungen und das werde ich mir auf jeden Fall mal auch mal, sage ich mir, genauer angucken, aber ob ich jetzt ins Team packe, eher nicht. Ich bin jetzt nicht der Fan vom Flamly und ja, mal gucken, was ich da jetzt reinpacke. Ich bleibe bei Glumanda, weil die Mega-Entwicklung von Glumanda... von Glurak besser gesagt, ist einfach nur der Hammer. Und ja, deswegen, Feuer-Pokémon bleibt dann auf jeden Fall das mit einem Glumanda. Wasser-Pokémon, wie man schön sehen kann, weil mein Fitzel. Und später mal gucken, was ich da jetzt noch reinhaue. Ah, wie ich es mir gedacht habe. So, Superball mitnehmen, immer mitnehmen, alles mitnehmen. So, jetzt wieder raus hier schnell. Und wieder ein Kampf, warum nicht? Was kommt? Was ist denn das? Eine Gruppe wilder Pokémon. Echt jetzt? Ist ja geil. Das ist neu. Also das kenne ich gar nicht. Muss ich jetzt gegen fünf Dinger hier antreten? Was passiert, wenn ich eins fange? Das ist auch so eine Frage. Das ist mal sehr interessant. Eins ist down. Das ist mir neu. Also das kenne ich gar nicht. Wie gesagt, ich habe hier... Vielleicht gab es das bei Schwarz und Weiß. Perlo und Diamant habe ich nur angezockt. Richtig gezockt nicht. Aber alles davor, was war, habe ich richtig aktiv gezockt. Keine Ahnung. Schwarz und Weiß hat mich irgendwie nicht so gefesselt. Beziehungsweise hatte ich in dieser Zeit auch kein DS. Deswegen hatte ich auch die Sachen nicht. Beziehungsweise doch, ich hatte den DS. Moment, nein! Ja, keine Ahnung, Hauptsache ich weiß nicht, das ist alles irgendwie vergangen bei mir. Jetzt habe ich meinen 3DS und ich wollte dann unbedingt jetzt, sage ich mal, auch das Pokémon X oder Y Spiel spielen. Deswegen habe ich auch einen 3DS mir geholt. So. So, zack mal. Ja, ist doch okay, Leute. Meine Genauigkeit ist jetzt richtig im Keller, würde ich mal sagen. Bäm! Gut, die sind jetzt allzu stark, sage ich mal. Können gar nicht angreifen. Nichts eigentlich. Na doch. Nur so ein bisschen. Aber so ein großer Kampf ist das ja auch nicht. Aber ich finde das schon krass, dass man hier gegen fünf Dinger antreten kann. Also, wenn das nicht mal krass ist, dann weiß ich auch nicht. So, weg mit dir. Was aber auch geil wäre, alle fünf Dinger einzufangen. Das wäre auch sehr lustig. So. Aquawelle. Bam.
Es wird aber langsam sein, dass man am Viertel mal eine neue Attacke bekommt. Irgendwie die ganze Zeit Aquawelle und... Ich weiß nicht. Die Glumanda erreicht Level 13. Sehr nice. So. Ja, war eigentlich ein angenehmer Kampf. Muss ich sagen. Oh. Nicht jetzt schon wieder 1000 Dinger, oder? Jetzt so ein Teil hier. Kenne ich nicht. Ist neu. Sieht wie ein Lama aus. Käufwäf. Keine Ahnung. Das, manche Namen sind echt krass. Wie am Pitzel. Amphibio und dann dieser, sag ich mal, Schal. Am Pitzel. Am Pitzel erreicht. Amphiesel reicht maximal Attacke. Oh, wie ich gerade gesprochen habe. Soll eine andere Attacke durch Rauchwolke ersetzt werden? Nee, Rauchwolke, das ist das. Mal gucken. Schlecker, doch. Machen wir mal Schlecker. Habe ich eh nicht benutzt. Aber ist auch eine Low-Technik, sage ich ehrlich mal. Also, das ist ja mal gar nichts. Flabebio hat 12 erreicht. Na gut. Muss ich auch mal wieder aktiv mal, sage ich mal, leveln, die 2-3 Viecher. Oh, da sind meine Kollegen hier. Es ist schon faszinierend, wenn Pokémon in der Gruppe auftreten. Aber hallo, das ist fast so, als ob eine Tanzgruppe bestehend aus Pokémon einen Auftritt hat. Du denkst aber auch immer nur ans Tanzen, was, Tierno? Klar doch, selbst in Pokémon-Kämpfen halte ich Ausschau nach grazilen Tanzmoves, okay? Da möchte ich immer gleich lostanzen, zum Beispiel bei einer Attacke Schwerttanz. Die ist einfach toll. Vielleicht gewinne ich deshalb nie. Das kann sein, wenn du die ganze Zeit rumtanzt wie so ein Storch. Wie willst du da überhaupt gewinnen, ne? Wo wir gerade dabei sind, Sakatis. Du hast doch sicher irgendwelche Attacken, die als cooler Tanzmove durchgehen, oder? Die musst du mir unbedingt beibringen. Na gut. Dann bringe ich dir im Kampf mal ein paar Tanzmoves bei. Nicht im Traum, mein Kollege. Du bist zwar mein Kumpel, aber... Ups. Tut mir leid, Leute. So, ich bin dann wieder da. Das werde ich aber auf jeden Fall mal beheben, sag ich mal. Ich werde da irgendwas fixen. Weil so kannst du eigentlich nicht weitergehen, dass ich da beim jeden Zucken, sag ich mal, das Kabel irgendwie rausziehe. Aber okay, wir sind jetzt im Kampf. Wir müssen uns hier ein bisschen konzentrieren. Er hat nur ein Pokémon. Ja, kein Wunder, dass er so schwach ist. Hä? Hat er kein Anfangs-Pokémon bekommen? Nee, oder? Okay, gut, egal. Aquawelle ist sehr schlecht für den. Weil das ist ja ein Wasser-Pokémon. Wir setzen mal Pikachu ein. Komm zurück! Los, Pikachu! Pika, Pika! Ja, ich durch ein... Ups, was war das denn? Durch einen kleinen Tipp habe ich mitbekommen, dass man... Moment. Hä, ich habe nichts gemacht und er hat schon Para. Okay, gut. Pikachu ist das einzige Pokémon, das ein... eine Stimme hat, also eine richtige Stimme, also Pika Pika, er sagt seinen eigenen Namen. Sonst sagen alle anderen Pokémons nicht den Namen. Durch einen kleinen Tipp habe ich das rausgefunden. So. Bam! Du kannst mir nichts machen. Ich bin aber viel zu stark für dich. Bam! Ich weiß nicht, ob Pikachu, sag ich mal, im Team bleiben wird. Ist auch so eine Sache, weil ich bin eigentlich jetzt nicht der Pikachu-Freak. Nur ich fand es irgendwie voll selten, dass man sofort am Anfang, ne, am Anfang sofort, sag ich mal, so ein Pikachu sich, ja, fangen konnte. Das ist eigentlich sehr selten. War bei fast gar keiner Edition so. Ey. So. Sorry. Tierno denkt wahrhaftig immer nur ans Tanzen. Auch bei der Gruppe von Pokémon eben hat er nur nach an Tanzbewegungen Anschau gehalten. Na gut, lass ihn doch, wenn er nur tanzen will. Ja, aber Trovato, Tomato, es ist nun mal mein Traum, mir den besten Pokémon-Tanz der Welt auszudenken. Ich wurde geboren, um zum Tanzen. Und das werde ich auch mein Leben lang tun. Na gut, dann soll er das machen. Ist ja nicht unsere Sache. Dieser Traum passt natürlich perfekt zu dir, Tierno. Ich möchte mit dir gleiche Leidenschaft den Pokédex füllen. Es ist gut, ernsthaft, ein Ziel zu verfolgen. Ich habe hier etwas Honig für dich, sagt KTS. Danke! So, wie es scheint, kann man mit Hilfe von Honig mehr Pokémons Massenbegegnungen hervorrufen. Das war gerade eben... War das gerade eben das?
Ich glaube schon. Also wo die fünf Teile da jetzt waren. Dementsprechend wäre es natürlich von Vorteil, wenn man auch noch über Attacken verfügen würde, mit denen man mehrere Pokémon auf einmal angreifen kann. Stimmt. Also wenn das gehen würde, das ist, dann wäre das richtig nice. Auf jeden Fall. So, dann gehe ich mal hier hoch. Mal gucken, was hier im Gras ist. Also ich werde auf jeden Fall mal überall einmal stoppen, wenn es geht. Und mal gucken, was im Gras da so lauert. Hier leider wieder nur Kacke. Ich werde auch hier mal Flucht einsetzen. Ich habe keinen Bock, das Viech hier zu killen. Flucht. Und tut mir echt leid für diese schwarzen Bilder gerade mit einem Spiel. Werde ich mich darum kümmern, dass ich das irgendwie behebe. Weil es ist schon lästig, wenn man, sag ich mal, Let's Play verfolgt und dann mittendrin der Bildschirm irgendwie abkackt. Hier, nehme ich mal. So. Ich habe kaum geschlafen. Ich bin total müde. Ob dieser Kampf wohl eine gute Idee ist? Das finden wir nach dem Kampf heraus. Ob du da noch immer müde bist oder hellwach? So, mein Freund, was hast du da so Schönes, Tobias? Tobias setzt Simsala, oder? Ist das, das sind doch Simsala. Ne, Kadabra. Ich, keine Ahnung. Simsala war mit zwei Löffeln und Kadabra mit einem Löffel. Genau. Gut, gut. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich das Pokémon sehe. Ist aber auf jeden Fall eine geile Sache. Also, na gut. Aquavölle oder Blubber? Ich weiß nicht. Das ist doch ein Psycho-Pokémon, oder? Oh, geht. Was? Krasse Sache, der hat mich fast weggehauen hier. So. Okay, gut. Und das Problem ist, wir müssen sehr schnell ins Pokémon Center gehen, weil ich habe keine Tranks, ich habe nichts, absolut gar nichts, nichts. Ist ja auch kein Wunder, Schlafmangel zerrt eben an den Nerven. Naja, wenn das nicht mal eine Ausrede ist. Wie komme ich hier drauf? Ach so. Yeah. So geht das also. Dann müsste das auch hier klappen, oder? Tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen... Ja, geht doch. Das habe ich mir gedacht. Das steht ja nicht umsonst hier alles. So. Das war jetzt ein Supertrank. Zweimal Supertrank ist gar nicht mal so schlecht. Nein! Ich will mit dir jetzt nicht kämpfen. Außer wenn das ein neues Pokémon ist. Nee. Gegen euch habe ich jetzt keinen Bock zu kämpfen. Wieder so ein Fünferpaar. Nee, nee, haut mal ab. Nee, nee. Null Interesse an euch jetzt. Tut mir leid, Leute. Beim nächsten Mal vielleicht. Meiner Fitzel ist sowieso sehr geschwächt, sag ich mal. So. Ja, was ist hier? Was ist das denn? Das war mein, sag ich mal, meine Frage bei der letzten Folge. Hat wahrscheinlich mir keiner beantwortet. Ob es noch Beeren gibt. Also Beeren, also Blaubeeren, Preiselbeeren, was auch immer für Beeren. Weil bei den anderen Folgen, beziehungsweise Generation von Pokémon gab es immer diese Beeren, ne? Und die habe ich jetzt irgendwie hier ein bisschen vermisst. Aber wie es aussieht, gibt es die ja auch hier. Geh mal hoch. So, ich will mit dir kämpfen. Hallo. So. Ich habe es zwar bisher noch nie geschafft, meine Tricks auf mein Team abzustimmen. Aber für dich wird es schon reichen. Na gut, dann zeig mir, was du drauf hast. Rollerskaterin Karine. Okay, das Pokémon ist langsam ein bisschen nervig. Ich sehe immer dasselbe Skoppel, oder wie das heißt. Skoppel, ja, Skoppel. So, Aquawelle. Für dich, extra. Ganz frisch. Zack. Und da unten. Tschüss, tschüss. Schönen Tag noch. Der nächste. So, was gibt's da noch Schönes? Was? Ja, wechseln wäre nicht schlecht. Ich nehme mal Andrea. Komm, Andrea. Das Pokémon, sag ich mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt im Team behalten werde, aber Hauptsache hat sich
das Pokémon auf jeden Fall gelohnt. Denn das hat mich bei Professor Platan richtig gerettet. So. Nochmal Tackle. Das Pokémon da vorne, dieses Sekuda oder wie das heißt. Warte mal, wie heißt das Pokémon? Ich will mal sehen. Mehikel hat ja Professor Platan, ne? Nein! Ich will keine Anziehung machen. Diese Geräusche, die werden sich auch nie ändern, ne? Bam! Down! So. Krieg ich ein Level up? Nee, leider nicht. Pikachu erreicht 16. Jo, warum nicht? Ja. Sieht sehr schön aus, auf jeden Fall. Ich würde mal den noch hier besiegen. Das geht ja noch, oder? Oder die? Das ist ja ein die oder ein der? Ich weiß jetzt nicht. Die haben so einen Helm an. Sehe das nicht. Das Leben eines Trainers ist einfach. Kommen, sehen, kämpfen und siegen. Naja, dann schauen wir mal, was du so drauf hast, mein Kollege. Ist ein Kerl, okay. Fridoli. Was war das jetzt? Was stand da? Das ist ein Dodu aus der ersten Generation. Was stand da das mit Fridoli? Heißt das? Das war sein Name wahrscheinlich. So. Dann Pokémon. Nehmen wir mal Flabebe. So. Dotri. Dotri ist dann die dritte Entwicklung von dem Viech. So, Flabebe. Zeig mal, was du drauf hast. Tackle, ich muss dich mal ein bisschen mehr, sag ich mal, leveln, denn du hast auf jeden Fall noch eine weitere Entwicklung. Die würde mich schon gerne interessieren, ne? Was? Das hat ja gar nichts abgezogen. Ne, ich muss hier tauschen. Mit Tackle kannst du ja gar nichts machen mit diesem Viech. Wie gesagt, ich habe ja noch das Ei. Und ja, ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, was es sein könnte. Würde mich schon interessieren, was an was ihr so gerade... Nein, nicht Donnerwelle! An was ihr gerade so denkt. Ich wollte jetzt keine Donnerwelle einsetzen. Ja, danke. Ja, ich werde sterben. Weil ich außersehen Donnerwelle eingesetzt habe, Mann. Mann, Mann, Mann. Sie haben Boden-Pokémon. Da kann man öfters mal, sag ich mal, ein Blitz-Pokémon einsetzen. So, weg. Hat das noch was? Flabebe erreicht 13, das ist sehr schön. Ampfitze erreicht 21. Sehr, sehr schön. Ach, sein Name war so. Okay, gut. Na gut, die Namen hören sich sehr komisch an. Deswegen kann das ja auch ein neues Pokémon sein. Gut, dann würde ich mal sagen, ich mache hier erstmal einen Cut. Und ja, würde mich um ein Feedback sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Sakati S.